Heute möchte ich The Grace Keepers von Kirsty Logan rezensieren. Hallo Menschen, heute möchte ich The Grace Keepers von Kirsty Logan rezensieren. Ein Buch, das muss ich am Anfang einfach erstmal erwähnen, was nur wunderschön ist. Sowohl außen auf dem Schutzumschlag mit der tollen Illustration und diesen glänzenden silbernen Schlieren, als auch dann darunter, wo diese Fäden wiederkommen, sag ich mal, und ebenso, wenn man das Buch aufklappt, die Vorsatzpapiere mit dieser tollen Wasserfarbenzeichnung einer Karte, das ist und bleibt einfach ein Schmuckstück, dieses Buch, meiner Meinung nach. Inhaltlich befinden wir uns in einer Welt, wo die Erdoberfläche zum Großteil mit Wasser bedeckt ist und die Menschen eben auf den wenigen übrig gebliebenen Inseln leben oder auf umherreisenden Booten. Insofern könnte es tatsächlich ins Genre der Postapokalypse passen. Das heißt, es gibt auch mehrere Momente, wo mal angedeutet wird, dass die Menschen nicht sehr alt werden, dass zum Beispiel ein erwachsener Mensch grundsätzlich keine Eltern mehr hat. Das kommt extrem selten vor, weil es einfach keine hohe Lebenserwartung mehr in so einer Welt gibt. Andererseits, von der Stimmung her ist es einfach sehr, sehr märchenhaft. Also ich finde auch, dass irgendwie der Begriff Fantasy nicht so richtig passt. Also es ist weder High Fantasy noch Urban Fantasy, noch kommt was Mystisches vor und man könnte sicherlich einfach Low Fantasy sagen, aber ich finde, die Bezeichnung modernes Kunstmärchen würde hier wirklich, wirklich besser passen. Wir folgen zwei Hauptcharakteren. Nummer 1 ist Nove. Sie lebt auf einem umherreisenden Zirkusschiff, nämlich der Excalibur, und ist dort Teil der Show, wo sie mit ihrem Bären tanzt. Die zwei können jetzt nicht direkt miteinander reden, aber haben eine extrem innige Beziehung. Es gibt mehrere Szenen, wo sie halt so in den Tatzen ihres Bären einschläft und sie verteidigt ihn auch immer so gegen jeden anderen, sagt der tut euch nichts, der ist kein Biest. Und da gibt es diesen tollen Satz hier, finde ich, wo mal wieder so eine Situation ist, wo sie halt anderen gegenüber sagen muss, ganz ruhig, das ist ein guter Bär. Und da steht hier: Her bear could pose no harm to the children. He was tame and good and safe. But perhaps he was not. Was so toll ist, wo halt am Ende doch noch rauskommt, es ist und bleibt halt ein wildes Tier. Und selbst wenn er mit ihr tanzt und auch zu ihr als einzigen Menschen eigentlich eine Verbindung aufgebaut hat, ist und bleibt es nun mal ein Raubtier eigentlich. Und die Stimmung, die dadurch erzeugt wird, gefällt mir sehr, sehr gut. Auch allgemein auf dem Zirkusschiff gibt es natürlich noch Akrobaten und Clowns. Es gibt einen bunt bemalten Zirkusdirektor und ein wildes Leben quasi. Und demgegenüber steht unsere zweite Hauptperson, Callanish. Die lebt als so eine Art selbst auferlegte Buße auf einer abgelegenen Insel, eben als sogenannter Grace Keeper. Und das ist ein sehr, sehr interessantes Konzept, finde ich. Entlang des Äquators findet man überall sogenannte Grace Yards, was schon eine tolle Wortschöpfung ist, meiner Meinung nach. Und die Regel besagt, dass jeder tote Ozeanbewohner, der also nicht auf einem Stück Land lebt, eigentlich in so einem Grace Yard zur Ruhe gesetzt werden sollte. Das Ganze wird halt mit einer Zeremonie verbunden, wo er dann am Ende eben am Boden der See bestattet wird. Und die titelgebende Grace, das sind kleine Vögelchen, die in Käfigen gehalten werden. Die dürfen von den Grace Keepers auch nicht gefüttert oder getränkt werden. Und solange die überleben, solange gilt die Trauerzeit für die Hinterbliebenen. Also wenn ich das auch richtig verstanden habe, werden die auch zentral mit einer bestimmten Lebensdauer gezüchtet. Also die Grace Keepers können die nicht selber irgendwie da züchten, sondern sie werden denen zugeteilt. Und wenn man eben kommt, um so eine Bestattung auch ganz normal zu bezahlen, kauft man halt auch eine Grace mit einer bestimmten Lebensdauer mit. Und in Abständen kommen die Hinterbliebenen eben zurück und schauen, ob die Grace noch lebt, ob eben die Trauerzeit jetzt vorbei ist. Ein extrem interessantes Konzept und die Leben dieser zwei Personen verweben sich dann ineinander. Beide tragen auch ein Geheimnis in sich, haben natürlich schon eine Vergangenheit auch hinter sich und so viel zum Inhalt. Was ich an diesem Buch so toll finde, sind mehrere Dinge. Punkt Nummer 1 ist so das Worldbuilding, beziehungsweise auch wie die Menschen mit dieser Welt umgehen, was mir extrem glaubhaft vorkam. Beispielsweise kommen die Leute, die halt meistens auf Schiffen wohnen, mit dem Land auch gar nicht so richtig zurecht. Die fühlen sich seltsam, wenn sie Land betreten. Ich möchte euch ein Zitat geben dazu. Das ist, wenn Nove halt nach einer Weile auf der See mal wieder auf eine Insel geht, dann steht hier: She didn't trust its steadiness, its refusal to move and change in the honest way of the sea. Und diese Ozeanbewohner
beten zum Beispiel halt auch zu den Sternen und den Gezeiten, während für die Landbewohner Bäume und die Erde heilig sind. Sie sind halt auf eine gewisse Art und Weise voneinander abhängig. Die einen bekommen von den anderen Lebensmittel, die anderen halt sind aber auch dafür da, Nachrichten zu verbreiten und so weiter und so fort. Aber beide begegnen sich so mit Vorurteilen und geben sich auch gegenseitig Spitznamen. Also die Landbewohner nennen die auf dem Meer immer nur Dumplings, also nasse oder feuchte, und andersrum sagen die zu denen entweder Clams oder Landlockers, weil sie sich halt so an die Erde binden und weigern, sich irgendwo hin zu bewegen. Und schön ist auch, wie das dargestellt wird, wie die miteinander umgehen. Also man merkt, dass die Landbewohner den Ozeanbewohnern prinzipiell so gegenüberstehen, wie vielleicht so unsere Großelterngeneration Zigeunern gegenüber, auch gerade mit den Spitznamen und mit den Vorurteilen, ja, die sind doch alle nur neidisch auf uns, die wollen eigentlich unser Land, die wollen uns beklauen, die stehlen uns die Kinder und sowas. Das kommt halt immer wieder vor, und das war für mich einfach eine sehr, sehr glaubwürdige Welt, dass die Leute sich so arrangiert haben, aber trotzdem noch gewisse Vorurteile. Und dazu ein abschließendes Zitat, wo die Crew der Excalibur halt mal wieder so eine Insel verlässt. Und da steht: Landlockers are not sympathetic to the problems of the sea, and circus folk would rather take their chances with the petulant waves. With glitter in their blood, coals in their chest, choking on their secrets, they sailed into the night. Soon they lost sight of land. Man hat halt zum Beispiel auch kaum eine Chance, von einem zum anderen zu werden. Also wenn deine Eltern auf einem Schiff gelebt haben, wirst du in dieses Schiff geboren und bleibst wahrscheinlich dort, auch wenn deine Eltern dann eben gestorben sind. Also es war für mich eine sehr, sehr glaubwürdige Welt. Punkt Nummer zwei sind die Charaktere. Jedes Kapitel ist einfach nur mit dem Namen einer Person umschrieben, um die es eben geht und von der wir etwas mehr erfahren, so dass wir dann eben auch wirklich von jedem Nebencharakter etwas kennenlernen und den natürlich auch besser verstehen. Ich möchte euch das Beispiel dafür geben, das Kapitel, wo die Clowns zum ersten Mal etwas näher betrachtet werden. Und die werden vorgestellt auf folgende Art und Weise: The clowns were hungry. Every day the feeling grew. All dumplings hungered, but Cash, Dosh and Tho wanted more than food. The clowns could not fulfill their true purpose. Clowns are mind readers, megaphones, shouting out the things that the clams think but don't dare say. There's power in saying what no one else will. They wanted to scream and rage and have the whole world listen. They wanted sex and death and power. They were silenced and it was starving them. Und das finde ich so eine schöne Art, jemanden vorzustellen. Es steht nicht einfach nur dort, ja, die Clowns, die wollten eigentlich gerne ihre Meinung sagen, sondern es wird auf so eine tolle Art und Weise eingeführt. Und alle Personen haben Eigenheiten. Selbst diejenigen, die einem am Anfang unsympathisch sind, sind nachvollziehbar. Also selbst wenn man am Anfang dachte, oh mein Gott, die kann ich wirklich nicht leiden, versteht man, warum die das tut. Es gibt oder oft auch keinen anderen Weg. Und alle waren halt wirklich Charaktere, die in diese Welt gepasst haben und wo man merkt, wie die Welt die geformt hat. Was ich auch schön fand, manchmal werden einem hier jemand vorgestellt wie, okay, das sind die drei schönen Männer, die in unserem Zirkus halt um so eine Art Maibaum tanzen. Die sind auch dafür verantwortlich, wie alles aussieht und wie alle aussehen. Und dann gibt es eine Szene, wo ein anderer Charakter denen vorgestellt wird und die sagen, ach ja, die drei Männer. Und dann so, Moment, warte mal, sind das wirklich Männer? Sind das jetzt eindeutig Frauen? Und es wird halt wieder so ein bisschen mit Gender gespielt. Es gibt halt vom Zirkusvolk her eigentlich auch keine klaren Regeln mehr. Und das Schöne ist halt auch, das Zirkus ist an sich ja schon so eine Art Patchwork-Familie, und auch später gibt es halt quasi mal so eine Art alternativen Familienentwurf, was ich halt ganz nett finde, dass sowas auch mal in der Literatur verarbeitet wird. Ansprechend fand ich auch die Erzählweise. Wir haben es sehr, sehr oft, dass am Ende des Kapitels nochmal ein Satz kommt, der uns das ganze Kapitel in einem anderen Licht erscheinen lässt oder uns eine Erkenntnis bringt, die halt vorher so ein bisschen vor uns versteckt war. Und sie wartet damit aber nie zu lange. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie 100 Seiten lesen und uns dann sagen, oh mein Gott, das hätte ich mir die ganze Zeit anders vorstellen müssen, sondern es ist immer das perfekte Maß, an das wir irgendetwas noch nicht wissen und uns dann etwas offenbart wird. Und das ist so toll gemacht, dass man durch den letzten Satz oftmals sowas merkt, ach so, so war das und das gemeint, jetzt verstehe ich. Und das gefiel mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich wiederhole mich auch mit diesem. Es gefiel mir sehr, sehr gut, denn falls ihr es noch nicht verstanden habt, dieses Buch gefiel mir sehr, sehr gut. Ich möchte noch weitere Beispiele dafür bringen, warum mir dieses Buch so gut gefällt. Und ich glaube sogar, mein Hauptargument ist die Sprache. Hier sind einige der schönsten Metaphern drin, die ich so in letzter Zeit gelesen habe, würde ich sagen. Ich möchte einfach mal ein paar vorlesen. Es sind auch manchmal nur ganz, ganz kurze Sätze. Und ein Beispiel dafür, wie schön es war. Hier ist die See etwas stürmisch. Und statt dass ihr einfach hinschreibt, ja, die See war stürmisch, nein, formuliert sie es so: The days and nights blurred into an argument of rain and wind.
Und das finde ich so schön. Sie macht es, das macht sie öfter. Ich gebe euch dann auch noch ein anderes Beispiel, dass sie nie so das hinschreibt, wie es halt einfach ist, sondern da so einen schönen Vergleich für findet, was ich toll finde. An der Stelle denke ich so ein bisschen über den Tod und das Meer nach und gesagt wird: The sea was an endless battlefield, and the deeper you went, the worse it got, because everything that died had nowhere to go but down. In its darkest depths, the sea was nothing but an endless rain of bone, teeth, scales and flesh. So, so schön formuliert, meiner Meinung nach. Und dem folgt die schönste Metapher für einen Sonnenuntergang, meiner Meinung nach. The sun dipped into the sea, throwing blood and honey across the sky. Blood and honey, wie toll ist das denn? Oh, ich liebe es. Und nur noch ein letztes Beispiel dafür, wie schön die Dinge hier formuliert sind. Es geht darum, dass jemand sehr, sehr leise spricht. Und statt dass da sowas dort steht wie, sie sprach sehr leise oder sie flüstert, und nein, formuliert sie es so: Her voice was so quiet that it could have been the sound of a bird shifting in its cage. Toll. Ich muss auch zugeben, die Sprache hat mich vielleicht sogar an manchen Stellen etwas eingelullt und mich das Buch mehr lieben lassen als von der Geschichte her. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt in der letzten Rezension, dass Sprache für mich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt und auch sehr, sehr viel rausreißen kann. Und das schafft dieses Buch auf jeden Fall. Und zuletzt noch mal kurz erwähnt, die Atmosphäre. Es ist wunderbar, wie lebendig der Zirkus und auch die Crew wirken, sowohl wenn sie einen Auftritt haben, als auch wenn sie einfach so miteinander umgehen. Das gefiel mir extrem gut, und im krassen Gegensatz dazu vermag sie es auch sehr, sehr gut, die Einsamkeit und Abgeschiedenheit von Callanish auf dieser Insel wiederzugeben. Es gibt zum Beispiel einen Moment, wo jemand von einem benachbarten Crazier, der aber eigentlich auch außer Sichtweite ist, mal herübergerudert kommt, weil er einfach nur mit jemandem reden will. Und Callanish hat sich aber ja, diese Insel eigentlich als eine Art Buße auch auferlegt und hält ihn immer noch zurück. Und später lernen wir halt, dass er damit überhaupt nicht zurechtkommt mit dieser Einsamkeit. Und das wird so gut vermittelt, dass es dafür absolute Pluspunkte meiner Meinung nach gibt. Insofern von mir eine absolute Empfehlung für Leute, die mal wieder etwas Märchenhaftes, Traumhaftes wollen, vielleicht nicht so direkt die Fantasy, wie sie zurzeit ja doch eher ein bisschen beliebter ist durch das Lied von Eis und Feuer, so mit großen epischen Erzählungen, sondern das ist eher was Kleines, was sehr Sanftes. Und meiner Meinung nach trifft es das englische Wort lovely irgendwie sehr, sehr gut. Also es ist zwar manchmal ein wenig bedrohlich, die Leute gerade auf dem Zirkusschiff müssen schon ums Überleben kämpfen, aber alles, es geht irgendwie so ein bisschen ans Herz, auch wenn das jetzt ein bisschen albern klingt. Von der Stimmung her ähnelt es natürlich ein bisschen dem Nachtzirkus, und vom Setting her muss man auch zugeben, einfach Waterworld, aber es ist weitaus größer als der Nachtzirkus, auf die Welt drumherum. Da konzentrieren wir uns ja eigentlich nur auf diese zwei Protagonisten und den Zirkus, und hier ist halt so eine Vielfalt und eine ganze Welt dahinter. Ich habe euch ja gesagt, es ist schon so weit fortgeschritten, dass wir dieses Ritual der Crazyas entwickelt haben, und das kommt mir halt sehr, sehr wie eine volle Welt vor. Und verglichen zu Waterworld ist es einfach viel, viel sanfter erzählt. Ich habe ja schon angedeutet, ja, es geht ums Überleben, aber nicht auf die Art und Weise, wie es in Waterworld ist. Es ist halt irgendwie ein bisschen zauberhaft, auch wenn keine Magie direkt vorkommt. Am Ende vielleicht noch eine kleine Kritik. Es gibt in dieser Welt zwei sehr starke Kräfte, die auch Einfluss auf die Leute nehmen. Das ist zum einen das Militär, was immer noch aktiv ist, und die sogenannten Revivalist-Boote, das ist eine Art religiöse Sekte. Und jetzt ist es nicht so, dass ich zu jedem irgendwie einen 50-seitigen Exkurs über die Entwicklung erwartet hätte, aber es wird halt wenig erklärt. Und die kommen halt vor und die spielen auch mal eine Rolle, aber das ist halt nur so ganz oberflächlich. Und verglichen zu dem, wie gut halt die Charaktere erklärt werden, werden diese großen Kräfte halt irgendwie überhaupt nicht betrachtet. Aber man muss halt zugeben, dass Kirsty Logan, glaube ich zumindest, ihr Augenmerk halt mehr darauf gelegt hat, so eine Art traumhafte Stimmung zu entwickeln, und das muss man sagen, ist ihr großartig gelungen. Also ich war absolut gefangen, so ein bisschen im Zauber dieses Buches, und kann es euch nur ans Herz legen, falls ihr schon mal so was Ähnliches gelesen habt. Denn ich habe ja in meinem letzten Tag erwähnt, ich bin also an Märchen und Mythen, Neuerzählungen extrem interessiert, fange da aber gerade erst an, habe eigentlich noch kaum irgendwie was anderes gelesen, bin extrem interessiert daran, was ihr vielleicht empfehlen könntet, denn das ist eine Richtung, auf die ich zurzeit sehr, sehr Lust habe. Ich werde in meinem Monatsrückblick auch etwas sagen über Fantasy allgemein, denn da war ich aktuell ein bisschen enttäuscht, aber darauf habe ich richtig Lust. Und dann danke ich euch aktuell schon mal fürs Zuschauen, vielleicht für Empfehlungen, und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Es gibt in dieser Welt, ich muss niesen,